die Erkenntnis. Sie hören jetzt zwei Klagefrauen. Buona Novi, buona Ciao, buona Vivi, buona Lavia, buona Novi. Politik und Wirtschaft. Deutschland versinkt immer mehr in Bedeutungslosigkeit. Wahlen sollen abgeschafft werden, fordern US-Professor und deutsche Regierung, und Klimawandel. Am Neptun ist es die Sonne, nur auf der Erde soll er menschengemacht sein. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Deutschland ohne Bedeutung. Vor einem leeren Saal der UN-Hauptversammlung sprach Bundeskanzler Scholz am Dienstag über die Klimaschutzanstrengungen seiner Regierung. Mit großem Begleittross war er dazu nach New York gereist. Doch kaum ein Delegierter wollte ihm zuhören. Die einzigen anwesenden Journalisten waren 7 deutsche Medienvertreter, die aber ohnehin mit Scholz angereist waren. Das gleiche Bild dann auch bei einer Pressekonferenz der Staatssekretäre des Berliner Umwelt- und Wirtschaftsministers zu deutschen Klimaprojekten. Kein einziger Vertreter der internationalen Presse wollte hören, was die zu sagen hatten. Während in der EU das Wirtschaftswachstum steigt, hat Deutschland eine schrumpfende Wirtschaftsleistung. In New York zeigte sich, dass auch sein globales Ansehen schrumpft. Wahlen sollen abgeschafft werden, lauten aktuelle Forderungen aus den USA. Die Idee ist nicht neu. Vorgebracht wurde sie bereits 2017 von der deutschen Bundesregierung. Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gäbe es weniger Bedarf an Wahlen, hieß es in der Smart City Charter des Bundesministeriums. Mehr dazu in folgendem Beitrag. Der US-amerikanische Professor für Organisationspsychologie Adam Grant, der an der Wharton School der University of Pennsylvania lehrt, gehört zu den 10 einflussreichsten Management-Vordenkern der Welt. So jedenfalls wurde er auf der Homepage von Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, bezeichnet. Gleichwohl im Sinne des Great Reset, jener Pläne der Globalisten, die die Welt nach ihren eigenen Regeln formen und gestalten soll. Adam Grant ist jedoch nicht nur ein WEF-Mann, sondern auch leitender Berater von Bill Gates. In einem Gastbeitrag in der New York Times vom 21. August 2023 verkündete Grant, zwar verklausuliert, doch allen Ernstes, Wahlen seien undemokratisch, weil die Menschen faktisch zu dumm zum Wählen seien. Wortwörtlich steht da zu lesen, Zitat, »Wenn wir wollen, dass öffentliche Ämter Integrität haben, wäre es vielleicht besser, Wahlen ganz abzuschaffen. Die alten Griechen erfanden die Demokratie und in Athen wurden viele Regierungsbeamte per Losverfahren ausgewählt, einer zufälligen Lotterie aus einem Pool von Kandidaten. Und?« In den Vereinigten Staaten nutzen wir bereits eine Art Lotterie zur Auswahl der Geschworenen. Was wäre, wenn wir dasselbe mit Bürgermeistern, Gouverneuren, Gesetzgebern, Richtern und sogar Präsidenten tun würden? Grant ergänzte, letztendlich bedeutet keine Stimmabgabe auch, dass es keine Grenzen gibt, über die man streiten kann. Mit einer Lotterie also sollen Personen, die eine sogenannte dunkle Triade der Persönlichkeitsmerkmale vorweisen, verhindert werden. Dazu gehören Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Bleibt jedoch die Frage, wer eigentlich das Feld der potenziellen Kandidaten bestimmen soll. Laut Grant müssten die Anwärter einen Test machen und natürlich bestehen. Aber wer soll dann wirklich sicherstellen, dass eine solche zufällige Selektion durch Auslosung auch tatsächlich zufällig erfolgt? Letztendlich würde diese undemokratische Methode genau jene Personen quasi durch die Hintertür in die Ämter hieven, die durch freie Wahlen vermutlich verhindert worden wären. Gleichzeitig würde das die vollständige Entmachtung der Völker bedeuten und damit eines der Hauptziele der Globalisten umsetzen.
Klimawandel am Neptun. Dort ist es die Sonne, nur auf der Erde soll er menschengemacht sein. Wissenschaftler wiesen nach, dass es Klimaveränderungen auf dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems gibt. Verursacht durch eine veränderte Sonnenaktivität. Damit wird einmal mehr wissenschaftlich bestätigt, dass die Sonne und damit die Natur das Klimageschehen auf den Planeten maßgeblich bestimmt. Die Sonnenenergie, die auf die Erde einstrahlt, ist übrigens tausendfach höher als auf dem 4,7 Milliarden Kilometer von uns entfernten Neptun. Mit diesen neuen Forschungsergebnissen wird die Propaganda vom menschengemachten Klimawandel auch wissenschaftlich wieder ad absurdum geführt. Wir bleiben noch beim angeblich menschengemachten Klimawandel. Für den Energietechniker Martin Steiner ist das EU-Ziel, den Ausstoß von CO2 auf Null zu senken, nicht umsetzbar. Im Gegensatz zur Arbeit systemkonformer Klimawissenschaftler, die mit Computersimulationen arbeiten, forscht Steiner nicht nur im Labor, sondern nimmt auch Messungen in der freien Natur vor. Meine Kollegin Sabine Petzl hat sich mit ihm über das Thema Energiewende unterhalten. Also wenn dieses Thema der angeblichen Klimakatastrophe wissenschaftlich auf so vagen Füßen steht, wie kommt es dann zu diesen politischen Vorgaben der EU, mit denen wir hier konfrontiert werden? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht liegt der Grund dafür darin, dass völlig egal, wie sauber und schadstofffrei wir eine Verbrennung machen, das Endprodukt einer Verbrennung immer CO2 ist. Und genau dieses CO2, das kann man besteuern. Und das ist das eigentliche Ziel dahinter. Daher meiner Ansicht nach dieses mediale weltweite CO2-Bashing. In Verbindung damit geht es um eine Umverteilung von Vermögen von uns allen zu einigen wenigen. Und dieses ganze Thema klimaneutral und EU Green Deal ist aus meiner Sicht der Dinge ein gigantisches Geschäftsmodell für einige wenige auf Kosten von uns allen. Und zum CO2 noch ganz kurz, das ist der Stoff des Lebens auf unserem Planeten. Ohne CO2 kein Leben. Mit wenig CO2 bedeutet das weniger Pflanzen, weniger Nahrungsmittel, mehr Wüsten, mehr Hunger und so weiter. Und wer, Frau Petzl, bitte, wer will denn sowas? Herr Diplom-Ingenieur Steiner, was bedeutet Ihrer Meinung nach überhaupt klimaneutral und welche Folgen hat die geplante Klimaneutralität in der EU für jeden Einzelnen von uns? Ja, also für die EU bedeutet Klimaneutralität ein Gleichgewicht von Kohlenstoffemissionen und Kohlenstoffsenken. Sie wollen also eine Netto-Null-Emission erreichen. Die EU will also die Treibhausgasemissionen, und da meint sie insbesondere das CO2, EU-weit durch CO2-Bindung ausgleichen. Und für mich bedeutet klimaneutral, und hier zitiere ich teilweise meinen lieben Kollegen Dr. Strehl, dass wir Menschen uns nicht anmaßen sollten, in so ein komplexes Gebiet wie das Klima einzugreifen. Und das ganze Interview mit Martin Steiner finden Sie auf www.auf1.tv. Mit einem baldigen Ende des Ukraine-Krieges sei nicht zu rechnen, waren sich alle Teilnehmer bei einer Diskussionsveranstaltung in der Wiener Landesverteidigungsakademie einig. Dabei nahmen zivile Fachleute zu den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Europa Stellung. Auch hochrangige Militärs verfolgten die Ausführungen. Nach Einschätzung von Professor Gunther Hauser werde der Kampf der beiden kriegsführenden Parteien bis zum Sieg der einen oder anderen fortgeführt werden. Denn keine der Kriegsparteien sei bereit, Abstriche von ihren Zielen zu machen. Aufhorchen ließ die Einschätzung des Institutsleiters für strategische Studien Christian Ortner. Der Ex-Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien erklärte auf Nachfrage von Auf1-Redakteur Kurt Guggenbichler, dass diese militärische Auseinandersetzung zumindest zu Beginn noch hätte unterbunden werden können. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie bei auf1.info. Die folgenden Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Papa und Mama haben ausgedient. Eltern sollen sich nicht mehr als Mutter und Vater bezeichnen. Das meint zumindest die Mütter- und Väterberatung der Stadt Zürich. In ihrem aktuellen Newsletter empfiehlt sie Eltern genderneutrale Sprache.
So sollen sie sich und andere Erziehungsberechtigte künftig als Elternteil oder Betreuungsperson bezeichnen. Auch sollten sie Kontakt zu Homosexuellen und Patchwork-Familien suchen. Migrantensteuer. New York will nun eine eigene Zuwanderungssteuer einführen. Die Stadt braucht dringend Geld, um die zahllosen illegalen Einwanderer unterzubringen, die täglich über die Südgrenze hereinströmen. Darunter auch Hunderte aus Afrika. Lange Zeit hatte die demokratisch regierte Stadt als sogenannte Sanctuary City die illegale Einwanderung heftig befürwortet. Regenbogenflagge durch Deutschlandfahne ersetzt. Aufregung in der Grund- und Oberschule im brandenburgischen Burg. Dort haben zuletzt Unbekannte eine Regenbogenflagge durch eine Deutschlandfahne ersetzt. Die Polizei ermittelt jetzt in, Zitat, alle Richtungen. Transsexueller Armeesprecher tritt zurück. Nach heftiger Kritik ist der umstrittene transsexuelle Sprecher der ukrainischen Armee zurückgetreten. Sarah Ashton Cirillo, wie sich der US-Amerikaner heute nennt, war erst durch skurrile und zuletzt durch äußerst martialische Äußerungen aufgefallen. Diese, so heißt es jetzt von offizieller Seite, seien nicht von der Armee genehmigt worden. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Eritrea-Fest abgesagt. Nach heftigem öffentlichen Druck ist eine weitere für kommenden Samstag geplante Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart abgesagt worden. Vergangene Woche und im Sommer war es bei Eritrea-Festivals zu schweren Migrantenkrawallen gekommen. Die Polizei ist so wörtlich erleichtert. Friedensbemühungen statt Waffenlieferungen. Kritische Künstler und Vortragende trafen kürzlich in Weimar zu einem Festival zusammen, das geprägt war von einem freien Geist. Entgegen des aktuellen EU-Kurses sprachen sich die Teilnehmer für Frieden statt Waffenlieferungen aus. Auf 1 war vor Ort. Weimar, Ort von Klassik und geistigem Aufbruch. Anfang September war Thüringens viertgrößte Stadt Schauplatz für das Festival. So der nicht unbescheidene Anspruch von 3 Tagen Kultur und Diskussionen. Immer jenseits des Mainstreams. Und es sind eben alles Leute, die hier mitwirken, die durch ihre kritischen Meinungsäußerungen zum Beispiel zum Thema Corona, Ukraine-Krieg oder Ähnliches aufgefallen sind, die sich also nicht von unserer Bundesregierung haben den Mund verbieten lassen, sondern nach wie vor aufrecht sind und gutes Gewissen in den Spiegel schauen können. Und das spürte auch das Publikum im ausverkauften Weimarer Schießhaus, einst errichtet von dem Architekten Heinrich Genz, der Anfang des 19. Jahrhunderts Mitglied in der sogenannten Gesetzlosen Gesellschaft, einem Zentrum der preußischen Aufklärung war. Und diese Atmosphäre war auch beim Festival spürbar. In Weimar ging es eben auch um einen geistigen Neuanfang. So beklagte die Schauspielerin Gabriele Gysi etwa den Verlust von Kultur und Geistesleben mit gravierenden Folgen. Also wenn die Literatur einen so miserablen Stellenwert hat, als deutsche Literatur, als auch Umgang mit der deutschen Sprache. Und wir denken in dieser Sprache. Und ja, wenn das nicht gepflegt und gewusst wird, dann ist solche Absurdität wie das Gendern eben möglich. Das Stelldichein der unangepassten Ideen war im Schießhaus jedenfalls breit aufgestellt. So diskutierten unter anderem der Pfarrer Martin Michaelis, bekannt geworden durch seinen auch theologisch begründeten Corona-Widerstand, der Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, die als mögliche Kandidatin einer Wagenknecht-Partei gehandelt wird. 3 Stimmen von vielen auf dem Festival. Und genau diese Bandbreite aus Mitwirkenden und ihren Positionen zeigt, im Widerstand geht es nicht mehr nur um Corona oder nur um den Krieg. Diskutiert wird hier um nicht weniger als eine neue, eine freie Gesellschaft, eine Alternative zum globalistischen Plan. Hier in Weimar, der Stadt der deutschen Klassiker, hat diese Debatte eine neue Heimat gefunden. Ein Ort, der zeigte, dass Tradition und Aufbruch eben zusammengehören. Wussten Sie, dass heute der Welttag der Dankbarkeit begangen wird?
Wir von auf 1 möchten diese Gelegenheit daher dazu nutzen, Ihnen dafür zu danken, liebe Zuschauer, dass Sie uns die Treue halten und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1. Buona notte, buona ciao, Dio.